Ich habe eine Mindmap vorbereitet, die die Struktur der Erziehungswissenschaft aufzeigt. Darin habe ich die Mediendidaktik verortet. Und ich möchte Ihnen einmal kurz aufzeigen, wie wir diese Struktur uns vorstellen können. Auf der linken Seite sehen wir die Grundlagenfächer der Erziehungswissenschaft. Sie sehen die allgemeine Pädagogik, pädagogische Psychologie und Bildungssoziologie, die im Grunde der Philosophie, Psychologie und Soziologie zugeordnet werden können. Das sind drei ganz zentrale Disziplinen und wenn wir hier etwa auf die allgemeine Pädagogik einmal gehen, dann sehen wir, da geht es eben um zentrale Begriffe Bildung, Erziehung, die pädagogische Anthropologie, Ethik, Professionalität und da ist am Ende auch natürlich die Diskussion verortet, was Medienbildung und Medienerziehung ist. Die pädagogische Psychologie beschäftigt sich natürlich mit den zentralen Fragen der menschlichen Existenz, mit Wahrnehmung, Denken, Gedächtnis, mit den emotionalen, motivationalen Aspekten, aber dann eben auch um Entwicklung, Persönlichkeit, Diagnostik und den verschiedenen Feldern der Intervention, Beratung und Therapie. Der Bildungssoziologie finden wir etwa Gesellschaftstheorie, Sozialstrukturanalyse und die verschiedenen Bereiche der Sozialisation. Schließlich zeichnet sich die Erziehungswissenschaft durch eine ganze Breite an Forschungsmethoden aus, was damit zusammenhängt, dass sie eben mit den verschiedenen Fächern, etwa mit der Philosophie, mit der Psychologie und Soziologie gleichermaßen verbunden ist. Schauen wir uns jetzt auf der anderen Seite einmal an. Dort steht ganz deutlich die Didaktik. Und die Didaktik, nun, sie hat verschiedene Aspekte. Wir können zunächst einmal hier sehen die allgemeine Didaktik. Wir haben die Fachdidaktik, wir haben so etwas wie Stufendidaktik und schließlich die Mediendidaktik. Und die schauen wir uns jetzt einmal etwas genauer an. Allgemeine Didaktik, nun, ich muss hier ein bisschen was ausschalten, damit es nicht so unübersichtlich wird. Die allgemeine Didaktik kann hier zugeordnet werden, verschiedene Themen. Es geht zum einen um das Lernen und Lehren in Bildung und Erziehung, also nicht mehr nur ganz allgemein und grundsätzlich um die Frage des Lernen und Lehren, sondern eben um das Lernen und Lehren in bestimmten Kontexten von Bildung und Erziehung. Es geht um die Konzeption und Planung von Lern- und Bildungsangeboten. Es geht um die inhaltlichen Fragen, was macht ein Curriculum aus, was ist zu lehren, zu lernen in einer Gesellschaft. Dann die didaktischen Methoden, ein ganz weites Feld auch der allgemeinen Didaktik. Dann geht es um das Diagnostizieren, Prüfen, Beraten und Fördern. Und wenn wir uns hier die Methoden anschauen, dann können wir hier weiter uns verzweigen in verschiedene methodische Ansätze. Spannend ist hier natürlich die Fachdidaktik, ein Gebiet, was sich sehr breit auffächert. Und was hier einmal entsprechend der KMK-Vorgaben aufgefächert worden ist. Wir sehen hier die verschiedenen Fächer oder auch Fächergruppen, die in der allgemeinbildenden Schule gelehrt werden. Aber die Fachdidaktik bezieht sich natürlich nicht nur auch auf den allgemeinbildenden Unterricht, sondern wir haben natürlich auch Fachdidaktik, etwa der Berufsschule oder auch eben halt des Lehrens in der Hochschule. Wichtig hier auch die fächerübergreifenden, Themen, die auch eine bestimmte Bandbreite sichtbar werden lassen. Sie sind auch in den KMK-Papieren sichtbar. Auch hier finden wir wieder die Medienbildung etwa als Schlagwort. Wir können hier auch schon sehen, dass die Informatik an bestimmten Stellen Bezüge aufweist, etwa wenn es um das Fach Technik und Informatik geht natürlich. Wenn man die nochmal auffächert, dann sieht man eben hier, die Medieninformatik ist natürlich sehr prominent als Themengebiet der angewandten Informatik und sie hat halt auch wesentliche Bezüge zur Mediendidaktik. Wenn wir jetzt noch hier schließlich und endlich uns auch die Stufen einmal anschauen, dann sehen wir,
Die Erziehungswissenschaft beschäftigt sich natürlich auch differenzierter mit den verschiedenen institutionellen Rahmenbedingungen. Es macht etwas anderes aus, ob man für Erwachsene lehrt oder für Kinder, jüngere Kinder, und ob man Berufe vermitteln will. Deswegen haben sich solche Stufendidaktiken herausgebildet. Und interessant ist auch, wenn wir uns einmal anschauen, in welchen Kontexten findet das Ganze eigentlich statt. Also auch das Lernen mit Medien. Da können wir die verschiedenen gesellschaftlichen Kontexte, die Institutionen und Organisationen einmal näher anschauen. Und da sehen wir, es sind sehr unterschiedliche, sehr viele Kontexte, in denen gelernt wird, in denen auch didaktische Konzepte entwickelt werden, in denen auch mit Medien gelernt wird. Und da fällt natürlich auf den ersten Blick die Bildung als Subsystem der Gesellschaft in den Blick. Und da sehen wir hier, wie sich das durchdekliniert in unserem System. Das können wir auch weiter wieder auffächern. Das ist sehr breit angelegt und eben fächert sich über die ganze Lebensspanne auf. Wichtig ist aber auch zu sehen, dass pädagogisches Handeln nicht nur im Bildungssektor stattfindet, sondern in ganz unterschiedlichen Bereichen. Und gerade die Mediendidaktik, die Mediendidaktik ist in all diesen Subsystemen und wahrscheinlich noch in weiteren zu Hause und hat Bezüge zu diesen. Also natürlich zu dem Lernen in der Wirtschaft, wie in Unternehmen Lernen angelegt wird als Teil der Personalentwicklung, aber auch in sozialen Sicherungssystemen, wie dort etwa in der Kinder- und Jugendhilfe gearbeitet wird. Ganz wichtig, das Gesundheits- und Pflegesystem, viele pädagogische Arbeiten, aber auch über die Landesanstalten für Medien und natürlich über die Medien selbst findet sehr viel an Lernen und Bildungsangeboten statt. Die politische Arbeit ist sehr breit gefächert. Auch hier finden wir sehr viele Rahmungen, in denen mit Medien gelernt und gelehrt wird. Und in ähnlicher Weise auch in dem, was wir Gemeinwohl nennen können, Vereine, Verbände, Stiftungen im Ehrenamt. Da findet sehr viel statt und das ist sehr wichtig auch, um zu verstehen, wie und wo in unserer Gesellschaft überall mit Medien gelernt wird. Im Bereich von Religion ganz genauso und schließlich und endlich natürlich der große Bereich der kulturellen Angebote und schließlich auch die Freizeit. Also schauen Sie da ein, klicken Sie da einfach mal durch und überlegen Sie, wo und wie Medien da Einsatz finden. Und schließlich beschäftigt sich die Erziehungswissenschaft natürlich auf übergeordneter Ebene mit der Frage, ja, was bedeutet das systemisch, wie funktioniert ein Bildungssystem, wie entwickelt es sich? Und auf der einzelorganisatorischen Ebene geht es eben um das Bildungsmanagement, um zu überlegen, wie kann in einer Organisation nun Bildung entwickelt werden, durchgeführt werden und so weiter. Ich hatte gerade schon die Informatik hier aufgeklappt, aber schließlich möchte ich auch auf die Medienpädagogik eingehen, die in dem Sinne hier in dieser Strukturgrafik ja noch gar nicht aufgefallen ist. Und das liegt einfach daran, dass die Medienpädagogik im Grunde genommen eine sehr verzweigte Struktur in der Erziehungswissenschaft sichtbar machen lässt. Hier geht es zunächst einmal um Bildung über Medien. Also das betrifft solche Dinge wie Medienkunde, informationstechnische Grundbildung oder auf einem komplexeren Niveau Medienwissenschaft. Es geht hier um die Medienproduktion. Dann geht es im zweiten um Bildung für Medien, also das, was wir als Medienbildung und Erziehung in Deutschland, im deutschsprachigen Raum nennen. Und schließlich das, was wir hier Bildung mit Medien nennen, also die Mediendidaktik. Und was Sie hier auch sehen an dieser Stelle, das sind die englischsprachigen Übersetzungen für die einzelnen Themen und Teilbereiche der Erziehungswissenschaft. Die Mediendidaktik gibt es im Englischen nicht genauso wenig wie Bildung oder
Didaktik ganz allgemein. Und das ist schon eine sehr spannende Frage, was das bedeutet in der Differenz des deutschsprachigen Diskurs über Medien und Bildung und den internationalen Diskurs. Ich habe hier hingeschrieben, die Übersetzung könnte sein Educational Technology. Und wir ahnen, das hat gleich eine etwas andere Konnotation, eine andere Schwerpunktsetzung. Hier scheint stärker die Technik im Vordergrund zu stehen, während bei der Mediendidaktik eben die Fragen von Bildung und Erziehung des Menschen in Relation zu seiner Umwelt stärker im Vordergrund steht. Also das ist immer zu bedenken, wenn wir uns überlegen, wie verhalten wir uns eigentlich im deutschsprachigen Diskurs und wie verhält er sich zu der internationalen Diskussion. Mediendidaktik, also würde ich hier als Educational Technology übersetzen. Und wir finden hier auch andere Übersetzungen, die interessant sind. Etwa die allgemeine Didaktik, ein Begriff, den es im Englischen nicht gibt. Den könnte man übersetzen als Instructional Design, eine Disziplin der Teildisziplin der Erziehungswissenschaft, die international durchaus gebräuchlich ist und auch intensiv beforscht wird. Interessant hier auch der Begriff der Fachdidaktik, ein Begriff, den es so tatsächlich international kaum gibt in anderen Sprachen. Wir sprechen möglicherweise von Pedagogical Content Knowledge, also ein etwas schwerfälliger Begriff auf den ersten Blick, aber ein Begriff, der tatsächlich der Fachdidaktik noch am nächsten kommt. Also schauen Sie einmal sich diese Mindmap selber an und navigieren Sie durch die einzelnen Unterpunkte, um zu sehen, wie die Mediendidaktik verortet werden kann in der Erziehungswissenschaft, aber auch mit den englischsprachigen Begriffen verortet werden kann, möglicherweise durchaus auch mit gewissen Unterschieden zwischen dem deutschsprachigen und internationalen Diskurs.